Pac-Man, eines der schönsten ersten Videospiele aus meiner Jugend. Aber ich mache ja jetzt hier keine Videospiele. Liebe Leute, wir machen Omelette-Burger, diesmal ganz ohne Hackfleisch. Ist tatsächlich möglich. Klar, wie immer aus dem Netz. Was wird's? Gaumenschmaus oder fieser Gaumengraus? Die Zutaten: 200 Gramm Bergkäse und 200 Gramm Bacon. 4 Burgerbrötchen und 2 Esslöffel Ketchup. Dazu 6 Eier. Los geht's mit dem ultimativen Specktrick vom Hoffmann. Speck kann man natürlich ganz einfach in der Pfanne ausbraten, aber liebe Freunde, spritzt euch die ganze Küche voll. Das wollen wir nicht, deshalb Küchentipp: Nehmt ein Backblech, Pergamentpapier da drauf oder Backpapier und dann ein paar Minuten im Backofen knusprig backen. Das Backblech in den kalten Backofen geben und dann auf ca. 200 Grad drehen. Braucht ca. 15 bis 20 Minuten. Und hier einer der ersten Küchentipps, steht aber auch so im Rezept drin, finde ich ganz, ganz toll. Ich mag Rührei nicht, wenn ich das nachher salzen und pfeffern muss. Ich mag es, wenn man es vorher schon ein bisschen würzt. Na dann, Feuer frei. Salz, etwas Pfeffer und, noch ein Tipp vom Meister, Chefkoch Hoffmann gibt etwas Milch in die Masse, dann wird das Rührei schön fluffig. Jetzt steht hier im Rezept, in etwas Salatöl oder Speiseöl anbraten. Nein, nehmt ein Stück Butter oder noch schöner geklärte Butter in die Pfanne, denn das gibt diese wunderbaren Butteraromen dazu. Und dann bin ich morgens zum Frühstück schon richtig glücklich. Rührei-Burger klingt nach einem deftigen Frühstück, wenn er denn schmeckt. So, wie geht's weiter? Jetzt steht hier im Rezept, damit wir es in schöne Form bekommen, in Servierringe. Servierringe hat nicht jeder, deshalb nehmt eine Kaffeetasse oder einfach hier solche Schälchen. Ausbuttern. Jute Butter kommt der Vater besser auf der Mutter. Dank der Servierringe wird's ein Burger-Patty und durch die Butter löst sich das Rührei später besser aus der Form. Diese Butteraromen, es ist einfach herrlich. Und glaubt mir eins, so ein bisschen Butter, das geht nicht auf die Hüfte. Guckt mich doch an. Bei Rührei ist noch etwas wichtig, die Geschwindigkeit. Ja, ich kann nicht lange machen, Leute. Das muss gleich raus. Halbe Minute. Ja, auf keinen Fall mehr. Die Pfanne darf nicht zu heiß sein, sonst wird die Butter braun und das Rührei bitter. Wenn die Masse stockt, muss das Rührei sofort raus, sonst wird es trocken und fällt auf dem Burger auseinander. Und das Ganze kurz vorm Servieren 2 Minuten in den Backofen schieben. Dann stockt es ganz und es hält wunderbar die Form. Wie geht's weiter? Schalotten gewürfelt. Kann man natürlich machen, finde ich sehr, sehr fein, aber ich muss mich ja immer so ein bisschen einmischen. Ich würde sie nicht würfeln. Was passiert, wenn wir sie gewürfelt machen? Ich beiß da rein und das ganze Zeug fliegt hier raus. Deshalb schneiden wir sie längs auf. Die Kombination Schalotte und Rührei passt perfekt. Denn Schalotten sind milder im Geschmack und nicht so intensiv wie Zwiebeln. Wir backen das an. Und ein Tipp von mir, gebt da ein ganz klein bisschen Zucker dazu, dann können wir die noch karamellisieren. Schalotten sind ohnehin etwas süßlich, aber hier durch den Zucker mit dem knusprigen Rauchgeschmack vom Speck und dann das Omelett dazu. Ich glaube, da werden wir so den ein oder anderen Beefburger abschießen. Omelett versus Beefburger. Mal sehen, ob Hoffmanns Internetkreation was ausrichten kann gegen die Hackvariante. Die karamellisierten Schalotten sind fertig. Weiter geht's mit den Champignons. Wieder ein Tropfen Öl hinein. Champignons mögen gerne viel Öl. Deshalb nehme ich ein richtig schönes, kaltgepresstes Rapsöl. Und das hat nicht nur kulinarische Gründe, sondern dient auch der Gesundheit. Rapsöl gilt als das gesündeste Fett. Es enthält besonders viele Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Wieder was gelernt. Ganz wichtiger Küchentipp, wenn ihr Pilze braten wollt und wollt, dass die richtig schön anrösten, bitte nicht würzen.
es tritt sofort das Wasser aus und dann sehen die aus, als hätten sie vorher in der Dose gelegen. Aber jetzt schau mal hier, wunderbare Röstaromen, die gelbe Farbe von dem Rapsöl. Das hier ist Haute Cuisine. Jetzt hat der Hoffmann für seinen Omelette-Burger fast alle Zutaten beisammen. Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Ja, so ein Burger, was Tolles. So ein Burger ist was richtig, richtig Tolles. Allerdings ist das hier mit Sicherheit ein Frühstücksburger. Und jetzt kommt eines. Burgerbrötchen in einer Pfanne mit etwas Butter und Rosmarin anbraten. Ist das geil? Also ich bin begeistert. Der Hoffmann lobt viel zu viel, aber was wäre Gaumen raus oder Gaumenschmaus? Zubereitung macht mir Spaß. Ob es denn dann nachher schmeckt, das werden wir euch erzählen. Die Pfanne darf nicht zu heiß sein, sonst verbrennen die Brötchen. Aber was genau bringt der Boxenstopp in der Pfanne? Das Antoasten von der Innenseite kann man mit Sicherheit auch in einem Toaster. Aber ganz ehrlich, hiermit verschließt sich die innere Schicht. Wenn ich jetzt Ketchup oder irgendwas wie eine Tomate da drauf gebe, ist der Saft nicht gleich da drin. Letzte Zutat, Bergkäse. Der passt gut zu Omelette und Burger. Ach, das duftet hier schon ganz herrlich nach dem knusprigen Speck. Und jetzt bauen wir das Ding zusammen. Jetzt habe ich so viel gelobt, mache ich selten. Es liegt vielleicht daran, dass ich ja jetzt ein bisschen Hüngerchen habe. Jetzt bauen wir das Ding zusammen und dann werde ich es verköstigen. Und erzähle euch garantiert, ist es ein Schmaus oder ist es ein Kraus? Aber vorher muss unser Chefkoch den Omelette-Burger noch bauen. Also raus mit dem Speck und den Burger-Patties. Die sind perfekt in Form und lösen sich, wie versprochen, im Nu aus der Schale. Jetzt geht's los mit dem Burgerbau. Doch in einer Sache hat der Hoffmann noch Redebedarf. Frische Kräuter? Nein, die sind ja gar nicht frisch. Wo habe ich sie her? Dann komm mal mit. Also rein in das Gemüsebeet? Oder etwa nicht? Eine tolle Idee im Handel, dass es mittlerweile Kräuter in Töpfen gibt. Und das hier ist auch eine ausgezeichnete Qualität. Die gibt es allerdings nicht immer. Oft schmeckt diese Petersilie aus dem Topf hochgezogen nach gar nichts. Und deshalb habe ich da noch einen anderen Tipp für euch. Keine Arbeit, kein Waschen, kein Hacken, denn Petersilie gibt es gewaschen und fertig gehackt. Und das Schöne ist, an so einem Päckchen nimmst du ein Löffelchen raus und den Rest tust du wieder in den Tiefkühlschrank. Zurück in die Küche. Jetzt kommt noch eine Lage Bergkäse und dann der Speck. Danach folgen Tomaten, etwas Rucola, Schalotten und Champignons. Sieht lecker aus. Was meinst du, Hoffmann? Und jetzt, Freunde, Deckel oben drauf. Guten Appetit. Tada! Omelette-Burger. Gaumenschmaus oder eher fieser Gaumengraus? Heute sind Manuela, Jörn und Polo in Hoffmanns Versuchsküche zu Gast. Und eins ist sicher, so einen Burger haben sie noch nie probiert. Der Omelette-Burger, der war gut. Normalerweise bin ich ein großer Fleischfan. Da ist ein bisschen weniger Fleisch. Rucola war sehr gut. Das Ei in Kombination mit dem Salat, der Tomate und dem würzigen Speck war wirklich hervorragend. Der war richtig gut. Normalerweise brauche ich so eine fette Bulette. Aber der war genauso gut und es musste keine Kuh sterben. Aber ein Schwein für den Speck. Schwamm drüber. Jetzt kommt das Chefurteil. Da kann man nichts falsch machen. Tipptopp. Ein gutes Frühstück, einfach auf ein Burgerbrötchen. Knusprigen Speck, den geschmolzenen Käse. Dieses wunderbare Omelette, ein bisschen Ketchup, ein bisschen Rucola. Top, Gaumen, Schmaus. So einfach und doch so lecker. Hoffmanns klare Empfehlung für Ihr nächstes Frühstück.